Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute einen Helikopter vorstellen, den K26 Vision 3. Der hat jetzt Anschaffungskosten von 14 Euro, 800 Liter Kapazität dünner, weil das ist ein dünner Hubschrauber. Der hat 640 PS, 471 kW, 50 Euro Unterhalt und 0 Euro mit dem Mietmod. Ist ja günstig zu mieten. Hier haben wir das gute Stück. Es war ein bisschen schwierig hier zu füllen, weil der Trecker so weit drüben ist. Start nochmal. Ja, geht sich aus. Ich bin hier auf der Two Rivers Version 1.3. Hier müssen wir keine besonderen Tasten drücken, um das Flieg. Jetzt die linke Maus drücken, rechts rüberziehen, dann steigt er. Überlegen wir uns mal. Ah, ich jetzt hier nur. Sieht man hier Fuß auf ein bisschen. Licht, mal schauen, ob das hier Licht wo eingeschalten ist, ja hier unten. Sonst hat er hier keine Lampen, wo man sieht. Man sieht auch, dass die Turbinen arbeiten. Wollen wir hier das Feld hier dünnen. Sieht hier hat auch ein Blinklicht. Hat auch unten ein Blinklicht. Na, unten sehe ich nichts. Schauen wir mal innen drin um. Instrumente sind nicht animiert, aber ein Spiegel haben wir. Neuen Spiegel. Rechte Maus. Zum Senken. Schauen, wie hoch wir sein müssen. Halten wir mal das GPS ein, mal schauen, ob es hier oben auch funktioniert. Schon wieder drin. Ja. Wollen wir da oben bleiben? Meter zeigt er an, das kann ich irgendwie nicht hinhauen. 8 Meter nur. Ein bisschen zurück. Schalten ihn ein. So. Schauen wir mal. Zum mal dünnen. Geht auch schön langsam. Jetzt weit oben. Ja. Man sieht leider jetzt nicht, wie weit das geht. Vielleicht sollte man ein anderes Feld wählen. Ja, fliegen wir mal rüber aufs andere Feld. Ich glaube, da hinten haben wir was. Maximal 30. So, jetzt. Ja, jetzt sieht man. Ja, ich bin jetzt oben. Jetzt sieht man also schon schön breit die Fläche. Schon weiter als die 8 Meter, was das GPS sagt. Wenn man so schaut, also nochmal ein, hat er hinten her nochmal zwei, vier Düsen extra,
Och, jetzt bin ich ausgestiegen. Au, abgeschützt auch noch. Ja, mei. Kann ja passieren. So. Ja, fliegen lässt das ist soweit das ganz gut. Halt nur, dass mit der Schnauze so vorne so knickt. Können wir ja mal schauen, ob wir jetzt auch den Ballon hinterher bekommen. Ob da wer drin sitzt. Und hat eine Kollision. Einer ist nur eingeblendet. Rüber zu den einen Berg. Und da landen wir dann. Tankvolumen hat da so 194, 195 Liter Kerosin. Lässig wäre es ja, wenn man die Spülbalken einen ausklappen könnte. Ja, Leute, so von der Verarbeitung her gefällt er mir relativ gut. Ist nichts an auszusetzen. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.